Ein bombardiertes Krankenhaus in Gaza und Videobotschaften israelischer Geiseln der Hamas. Social Media ist momentan voll mit schrecklichen Bildern und Videos aus den Kriegsgebieten. Wie können wir da wissen, was die Fakten sind und was nur Propaganda? Unabhängige Berichterstattung ist in Kriegszeiten besonders schwierig. In einem Kriegsgebiet kann man sich kaum frei bewegen und es sind meistens keine unabhängigen Journalistinnen und Journalisten mehr vor Ort. Wir beim Kurier bemühen uns um Berichte aus erster Hand und haben mit Norbert Jessen zum Beispiel seit Jahren einen freien Mitarbeiter in Israel. Außenpolitikredakteur Armin Arbeiter und Fotograf Jörg Christhandl sind außerdem gerade im Westjordanland vor Ort, um für uns aus dem Kriegsgebiet berichten zu können. In den Gazastreifen können sie aber alle nicht, weil er vom israelischen Militär abgesperrt wurde. Israel bombardiert das Gebiet außerdem täglich. Es gibt also kaum unabhängige Journalistinnen und Journalisten vor Ort, auf deren Berichte wir uns stützen können. Das macht Fälle wie das getroffene Krankenhaus in Gaza so heikel. Die ersten Berichte über die 500 Toten kamen nämlich von der Hamas selbst. Und die wird in Österreich als Terrororganisation eingestuft. Dass das Krankenhaus getroffen wurde, ist ein Fakt. Auch das israelische Militär bestätigt das. Aber beide Seiten streiten seither darüber, woher die Rakete kam. Die erste logische Annahme wäre, dass sie Teil der israelischen Luftangriffe auf Gaza war. Israel behauptet aber, es wäre eine abgestürzte Rakete des Islamischen Dschihads, einer Partnerorganisation der Hamas auf dem Gazastreifen. Wer recht hat, können wir im Moment nicht unabhängig überprüfen. Wir können uns aber auf Informationen von Organisationen stützen, die vor Ort sind und weder mit der Hamas noch mit Israel gemeinsame Sache machen. Ich habe zum Beispiel mit Hilfsorganisationen vor Ort telefoniert. Und das Internationale Rote Kreuz und auch Ärzte ohne Grenzen haben mir von der schlimmen Lage in Gaza erzählt. Sie bestätigen auch den Raketenangriff auf das Krankenhaus. Die Zahl von 500 Verletzten halten sie aber beide für zu hoch. Und genau so haben wir das auch berichtet. Was die Videobotschaft der israelischen Geisel angeht, haben wir uns entschieden, das Video nicht zu veröffentlichen, weil die Hamas damit ein klassisches Instrument des Terrors benutzt. Die Terroristen fordern, dass Israel gefangene Hamas-Kämpfer gegen die Geiseln austauscht. Und je mehr Aufmerksamkeit dieses Video bekommt, desto größer wird der Druck auf die israelische Regierung. Nur deshalb nehmen Terrororganisationen überhaupt Geiseln. Und wer das Video verbreitet, hilft ihnen damit.